Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 19 auf dem PC hier auf der Kernstadt. Mitten im Herbst. Ja. Wir starten hier eine neue Aufnahme. Natürlich muss ich erstmal gucken, was wir so gemacht haben. Ich meine, mir ist zwar grob klar, dass wir noch mit Zuckersirup verkaufen unterwegs waren. Ich glaube, den anderen LKW hat man irgendwo hingeschickt. Ich glaube, hoch ans Zuckerwerk, Mischration aufladen, ne? Ja, dann warten wir ja immer noch auf Wachstum, dass wir die Zuckerrüben kaufen können, das Feld. Ja, 2,891 Millionen haben wir auf dem Konto, von daher müssen wir auch warten, bevor das hier alles ein bisschen weitergeht. Ne? Und die Entscheidung, oder beziehungsweise ob wir es kaufen können, ich denke mal, die fällt am nächsten Ingame-Tag. Achso, er war unterwegs zur Raffinerie, da wollten wir uns, glaube ich, die Kalkmine kaufen. Damit wir mal so aus einer Ladung Diesel vorsichtshalber ein bisschen Salz produzieren. Hier steht noch eine Sämaschine. Was mir eben doch oft gefallen war beim Laden. Hier der Holmer, der hat noch Feld 19 als Kurs drin mit. Haben wir das schon generiert? Ne, das ist ja das alte Feld, was unser Feld ist. Ich hatte jetzt gewundert, warum das Spiel so lange lädt. Meine, warum ist klar, weil ja an dem Punkt, wo er lange lädt, ist ja meistens dort, wenn Kursplay geladen wird. Wenn wir natürlich hier noch so einen Kurs drin haben, der noch generiert wurde mit so vielen Punkten, das dauert natürlich eine Weile. Ja, Kursplay habe ich aktualisiert auf die Version 45. Precision Farming ist auch aktualisiert, gab es hier Version 2.0 am Donnerstag, das habe ich auch gemacht. Habe mir natürlich mein Arbeitsradius wieder geändert. Da muss ich generell erstmal gucken, ob der überhaupt funktioniert. Ja gut, den erwischen wir schon nochmal. Aber ich denke mal ja. Ja, bei Cosplay ist es ja so, Cosplay soll ja jetzt Ballen einsammeln können. Ne? Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil aktuell nicht richtig Zeit gehabt, weil gestern gab ja auch, oder aus heutiger Sicht sollte es gestern eine Premiere gegeben haben. Ich hoffe mal, dass das so war, aber ich denke mal schon, weil eigentlich ist die Premiere fertig geworden und sollte eigentlich Freitag als Premiere kommen hier auf meinen Kanal. Das ist ja hier die Samstagsfolge. Von daher müsste das geklappt haben. Dort spielen wir ja eine etwas größere Karte, ne? Und ja, deshalb momentan so ein bisschen wenig Zeit gewesen, weil dort doch ein bisschen was vorzubereiten war und. Und ja, aber bin da eigentlich richtig Lust drauf, auf der Karte zu spielen. Aber deshalb werden wir trotzdem nicht auf der Kernstadt aufhören, weil das andere Projekt ersetzt eigentlich das auf der PS4. Nicht nur eigentlich, das ersetzt auch. Wenn auf der PS4 kommen aktuell auch noch ein paar Folgen. Aber ich denke mal, da müsste man nächste Woche die Ernte abgeschlossen haben. So, bei Ihnen habe ich jetzt eingestellt, dass wir noch zweimal fahren. Denn wenn ich mich recht entsinne, waren wir schon zweimal gefahren und wollten ja insgesamt viermal fahren. Ne? Mehr Sirup war doch nicht da, waren noch plus 200.000 oder so, was da war. Ne? So, hier der nächste Holmer. Genau, ihn hat man hierher geschickt, er sollte Mischrationen holen. Ja, das müsste eigentlich. Achso, den Zucker hat man schon runtergefahren. Mischration ist noch da, 143.000. Die fahren wir natürlich mindestens eine Ladung voll. Vielleicht schickt man auch dann nochmal hoch. Die fahren wir natürlich in unserem Kuhstall und unsere Rinderzucht, besser gesagt. Und ja, da müssen wir mal gucken, was jetzt an Milch schon wieder rumgekommen ist. Aber das wird, glaube ich, noch nicht so viel sein. Ja, und theoretisch steht dann auf alle Fälle auch noch an, es muss noch der zweite Schafstall her, ne? Große Nachfrage, Getreidehandel Süd. Naja, wir haben mit Sicherheit nichts zu verkaufen aktuell. Ich glaube nicht, dass der Getreidehandel Paletten nimmt. So, dann schicken wir ihn mal hier zur Rinderzucht. Und zwar einfach Futter ausladen. Es wären ja theoretisch noch 41.000 da. Kommen wir nicht mehr hinterher. Na gut, müssen wir andersrum durchtappen hier.
Damit wir wenigstens einmal alle Helfer geguckt haben. Okay, da sind wir schon angekommen mit LKW, das passt schon. Ja, viel mehr können wir leider nicht machen, ne? Ist, wir können dann höchstens, glaube ich, noch Paletten irgendwo fahren, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Wieso ich? Ach so, er ist angekommen, ist klar. Hier einmal Deckel auf. Ach, wir müssen jetzt unser Rohr stehen. Jedoch so. Da sind dann hier immer noch drin 30.000. Da wären wir dann, wenn wir bei der Kalkmine waren, die gehört uns ja noch nicht, die müssen wir noch kaufen. Da werden wir dann nochmal herfahren und holen uns noch eine Ladung für unsere Erzmine. Ja, dann sieht es eigentlich mit Diesel dünn aus, ne? Dann müssen wir höchstens mit Wasser strecken. Ja, ich glaube, da funktioniert das nicht mehr richtig, ne? So, Ne, Eisenerzmine ist es ja nicht. Kalkmine ist es ja. So, wird ein Schuh draus. Diesel anliefern. Gibt bei der Kalkmine nur einen Punkt Kalk verladen. Musst du auch Salz verladen geben. So, hier kann er erstmal hinfahren. Wie lange braucht er? 8 Minuten, er dort ist. Na gut, er muss quer über die Map. Denn wir sind ja jetzt hier drüben, ne, Raffinerie. Ich glaube Zigarettenfabrik, ne, oder? Ne, wird noch produziert, Zigarettenfabrik. Ja, aber hier vorletzte Palette. Gut, da können wir am nächsten Tag nochmal richtig was verkaufen. Ja, und dann wird es hier auch relativ dünn mit Tabak. Irgendwann, meine, das Papier und die Leerpaletten, die werden reichen. Aber Tabak wird uns dann wohl zur Neige gehen. So, hier ist unser Scout. Da müssen wir bloß mal kurz rausfahren. Ich will bloß gucken, ob ich mir das wieder richtig geändert habe. Und hier mal aufklappt. Doch, Radius ist 132 Meter. Okay, das passt. Wenn wir da zuklappen, können wir uns gerade stellen. Weil da war ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das abgeändert habe. Also, sicher war ich mir schon, aber Kontrolle ist manchmal besser, ne? So, unser LKW in der Mischration müsste ja langsam angekommen sein. Wenn noch nicht ganz, können wir auch gleich rausnehmen, da fahren wir ja noch selber. Ja, dann bin ich eigentlich ein bisschen überlegen, aber ich denke mal, so als nächstes sollten wir uns dann wirklich eine Schaffstelle zulegen. Aber das ist natürlich jetzt unser Cabrio unterwegs mit Diesel fahren, ne? Weil den bräuchten wir ja dann, meine gut. Da können wir auch andere Trecker nehmen fürs Wasserfass, das geht genauso. Hier gucken wir auch gleich noch mal an Trigger. Wir gehen ja Richtung Nacht, ne? So, wir haben 44 Rinder noch als Rohstoff drin. Wasser ist, denke ich mal, genug drin mit 209.000. Kommen wir auf alle Fälle über die Nacht und wir haben auch schon wieder 12.000 Liter Milch. Und natürlich auch entsprechend wieder schon 64.000 Liter Gülle, ne? Brauchen wir eigentlich vielleicht gar nicht mehr so viel Gärriste, wenn wir hier die Gülle kriegen. Oh, das sehen wir dann schon. So, da könnte man theoretisch mit ihm hier dann Paletten fahren, ne? Das geht ja genauso. Ne, den schicken wir. Schicken wir nochmal hoch in die Zuckerfabrik. Ne, die können wir auch später abholen, die Mischration. Wir haben ja erstmal genug drin. Auf jeden Fall müssen wir auch noch die Kalkmine kaufen, ne? Die gehört uns ja noch nicht.
Beziehungsweise, jetzt weiß ich nicht, doch, das könnten wir eigentlich auch machen. Wir könnten eigentlich auch ja den LKW zum Viehhändler schicken, dass wir uns die Schafe noch kaufen und dort Schafe abholen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir reinkriegen hier in den Viehanhänger. Beim letzten Mal haben wir sie, glaube ich, übers Menü gekauft und haben sie einfach uns liefern lassen. Da haben wir die Gebühr bezahlt. Ne? Das werden wir auch noch tun hier vor der Nacht. Wir müssen dann auch die Tiere auch noch versorgen. Aber da brauchen wir Gras, das haben wir. Und wir brauchen Wasser. Mehr brauchen wir bei Schafen nicht. Ich denke mal, das werde ich dann bei den Händlern, werde ich einen Viehhändler mitfinden, oder? Genau, da ist der Viehhändler. Da schicken wir mal hin. Und wir werden mal hier drüben gucken, dass wir noch so einen Schafstall platzieren. Also einen Stall. Wir haben ja jetzt hier aktuell drin, ich glaube, 100 Schafe. Achso, das sehe ich so rum nicht. Doch, da war es Schaf mit der Nummer 100. Das müsste eigentlich soweit passen. Genau, 100 Schafe. Mittlerweile schon 43 Schweine. Die Schweine vermehren sich ja richtig gut. Bei den Schafen, meine Güte, da sieht's. Ja, die sind 1,3 Jahre alle. Und gibt dann neue Tiere 0,3, 0,4 Jahre. Also die gibt es alle im Frühjahr, möchte ich meinen. Und wie gesagt, wir werden uns hier noch einen zweiten Schafstall her kaufen. Erst kaufen wir mal noch die Kalkmine. Oder ist er schon dort? Ne, wo ist er denn? Chiptuning, doch, das könnte er ja sein. Ja, brauchen wir eine Weile. So, wie gesagt, einmal kaufen wir uns hier das Gelände der Kalkmine. Da hat man ja schon mal geguckt, sind 35.000, nicht so viel. Das machen wir vorsichtshalber mal auf Vorrat, nicht, dass wir dann komplett ohne Salz dastehen. Das wäre äußerst schlecht, ne? So, und dann gucken wir hier, dass wir uns nochmal in Tierstall kriegen. Natürlich nehmen wir den gleichen, wie wir ihn haben. Den hier. Der kostet zwar 350.000, klar geht's günstiger, ist alles richtig, aber wir werden hier nochmal den gleichen nehmen. Jetzt ist bloß die Frage, doch ich muss hier weiter rüber. Ne? Dass ich auch entsprechend hier unter Flucht bin. Das hier können wir eigentlich so lassen und der Zaun steht hier so an, weil hier drüben muss ja auch wieder das Lager daneben. Weil das ist ganz einfach praktisch, weil die Paletten erstmal eine größere Liederzahl haben dann und wir müssen sie nicht vom Spawnplatz runterräumen. So, Stall ist erstmal gebaut. Ja. Dann müssen wir mal hier noch ein bisschen entsprechend Verschönerungsarbeiten durchführen, also am Gelände, nicht am Stall. Dann machen wir hier mal noch ein bisschen Kies hin. Aber das müsste passen, ne? So, und hier drüben, bauen wir erstmal das Lager, beziehungsweise gucken wir nochmal hier unten. Ja, hier könnte man ja eigentlich den grünen Streifen fast lassen, oder? Aber dann müssten wir richtig einen grünen Streifen machen. Weil das, was jetzt hier ist, das ist ja auch nicht. So, richtig viel Gras. Das ist ja mehr oder weniger platt. Eingeebnet. So, dann brauchen wir hier natürlich noch das Lager dran. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo das Lager war. Doch hier Agrar Z, so rum war es doch, ne? Das Lager muss hier vorne dran. Wie weit musste es nach vorn? Richtig auf Äcker. So, dass die Lampe... Die Lampe guckt natürlich durchs Dach durch, ne?
War aber vorhin auch so, dass wir hier auf den Trigger stehen. So müsste das doch, glaube ich, sein, ne? So sind wir einigermaßen gerade. So, das sollte so passen. Ach so, dann haben wir natürlich jetzt wieder hier ein Stück Schafweide asphaltiert. Das machen wir mal hier rückgängig. So, und hier vorne werden wir nochmal Asphalt dran machen. Weil schon einen halben Weg asphaltiert. Doch Quatsch. So, aus dem Weg müssen wir hier wieder auch Weg machen, ne? Ja, das ist zu hell, die Erde. Ne, Schlamm nicht, Erde, ne? Ja, genau. So, dann würde erstmal unser zweiter Schafstall hier so stehen. Da brauchen wir natürlich jetzt Tiere rein, ist klar. Wir brauchen dann entsprechend Futter rein. Da organisieren wir uns gleich mal hier noch in Trecker. Dann nehmen wir hier drüben Waldra. Ich denke mal, wir werden auch noch eine Ladung, das ist ja ein Hänger, mitnehmen. Eine Ladung Zuckersirup schon verkauft haben. Aber wie gesagt, das mit den... Ach, wo will ich denn hin? Ich wollte eine Scheune fahren. Mit den Schafen, das müssen wir machen vor dem Winter, dass wir schon im Frühjahr dann Wolle kriegen. Denn wir werden einiges an Wolle brauchen. Glaube ich jedenfalls. So, wir wollen natürlich Gras füttern. Da haben wir so das meiste davon. Können wir erstmal nur hinstellen, weil Futter reinkippen bringt noch nicht viel, weil müssen erstmal die Schafe drin sein. Ne? Bin doch richtig bei den Schafen. Ja, der ist leer und wir brauchen Wasser, Gras oder Heupellets. Ne? Die anderen müssen wir mal sauber machen. Ich glaube, das werden wir im nächsten Morgen machen. Ne? Da werden wir nämlich genug Zeit haben sollten. Die Rübenerntereife während der spielen wir sich so auf Zeit 1. Bin immer noch so ein bisschen am überlegen, ob ich mir das mit dem Überladewagen bei den Rüben nochmal antue, aber das mit dem Überladewagen, das ist... Weiß nicht, ja, eigentlich nicht, weil, na gut, wir könnten ja trotzdem drei Abfahrer lassen, aber mit der drei Abfahrer-Taktik, was wir da gemacht haben, dass wir die alle drei, dass jeder an einem anderen Punkt fährt, ich denke mal, da fahren wir so nicht schlecht. So, passt da überhaupt ja rein? Uiuiui, das habe ich fast geahnt. Und nur? Ja, wir sind bloß hängen geblieben, ne? Oder? Doch, nicht in der Höhe. Nur in der Breite, oder nicht durch die Tür gepasst. So, abladet. Achso, hier drüben haben wir noch vergessen. Dann müssen wir das auch gleich mal noch erledigen. Wir brauchen da auch eine vernünftige Ausfahrt hier. Nicht mit Erde, sondern das machen wir auch mit Asphalt. So, und dann brauchen wir nochmal die Erde. Mal hier die letzten Grashalme mit wegkriegen. Müsste man alles nicht machen, wird auch so funktionieren, aber sieht einfach schöner aus. So, hier können wir erstmal ausmachen, dann brauchen wir noch unseren LKW.
Genau. Ja, guck mal gleich nochmal nach, warum. So. Das ist nur, ja gut, aufgrund der 50 Meter müsste das eigentlich ausreichen, dass wir wirklich Kalk und Salz laden können. Das sollte funktionieren. Ich weiß nicht, ob wir Salz dann automatisch laden oder hier abholen. Das muss ich erstmal gucken. Wenn nicht, machen wir uns noch einen anderen Punkt. So, wir fahren mit ihnen erstmal zurück zur Raffinerie und wollen dort nochmal Diesel aufladen. Weil wir damit nochmal in unsere Erzmine fahren. So, hier können wir mal vorsichtshalber wieder ausmachen, nicht, dass ich euch meine Punkte verschiebe. Wo sind denn hier unsere LKWs? Er holt, so wie es aussieht, die letzte Ladung. Ne, also auf dem Rückweg, ne? So, und erst beim Viehhändler. So, natürlich brauchen wir Schafe. Und das Merino-Schaf, weil das bringt die meiste Wolle. Und moderate Wolleproduktion für den verwendet, genau. So, 365 kostet 1, also müssten wir ja für 35.600 Tiere kaufen. Wenn wir so viele eingeladen kriegen. 35.600, genau. Wo kommt die krumme Zahl her? So, bestätigen und dann müssten wir theoretisch jetzt hier 100 Schafe drin haben. Schade, dass man das nicht sieht, aber das sollte eigentlich so sein. Dann schickt man ihn mal nicht zurück, wir müssen ja selber fahren, weil wir haben ja noch keinerlei Punkt. Ne? Ich glaube, wir müssen hier vorne raus, oder? Wenn wir 100 Tiere mit haben, das sehen wir in dem Moment, wo wir sie ausladen, dann im Schafstall. Wenn nicht, müssen wir nochmal los. Ich hoffe mal, es wird noch nicht so schnell dunkel, weil die Tiere möchte ich schon noch versorgen. Wenn wir jetzt alles noch in der Folge reinkriegen, ja doch, müsste eigentlich passen soweit. Ein Gras haben wir ja schon da, und da müssen wir ja bloß noch, in Anführungsstrichen, bloß noch Wasser holen. Und vielleicht nochmal Tiere holen, wenn man nicht ordentlich hier gezählt haben, hätte ich beinahe gesagt. So, verschieben. Achso, die Schafe sind durchnummeriert, hätte ich ja auch aufpassen können. Und gibt es unten eine Schaf 200? Jawohl, wir haben es richtig gemacht, hat gepasst. Wie gesagt, warum die krumme Summe herkam, weiß ich nicht. Jetzt haben wir jeweils 100 Schafe hier in unserem Stall. Das sieht schon mal gut aus. Organisieren wir uns jetzt hier unseren Waldrahmen. Weiß nicht, wie viel Gras jetzt reinpasst, wie viel ist bei den anderen drin. Ja, muss reichen, das Gras, was wir mit haben.
Wasser wird mehr wie ein Fass voll reinpassen, ist klar. Da holen wir uns jetzt hier ein kleines Wasserfass. Nicht, dass wir uns verdursten, aber... Das sollten wir hinkriegen. Ja, und mal sehen. Heute gibt's noch zweite Folge vom neuen Projekt. Also die gibt's heute auf alle Fälle. Das weiß ich schon. Ja. Und ja, mal schauen. Vielleicht sogar, dass wir... Weiß noch nicht, wie, ob ich das schaffe, dass wir eventuell vom neuen Projekt heute Abend noch ein bisschen was live machen. Das muss ich auch mal gucken. Wird noch ein bisschen im Stern. Lust hätte ich, na, weil dort gibt es genug zu tun. Ne? So, Wasserfass war zum Glück schon mal voll. Weiß nicht, wer das hier so voll hingestellt hat. So, da kann erstmal unseren Schafen nichts passieren. Falsche Taste. Dass sie dann gleich komplett rot sind, wenn nur Wasser fehlt, ja, das ist auch ganz schön. Na, warum lädt es nicht weiter aus? Doch. Wie gesagt, da fahren wir nochmal zurück hier zum Wasserbeladen. Da kippen wir dann morgen noch eine Fuhre Wasser aus und dann gucken wir mal, dann ist es ja hier straff 19 Uhr. Weiß nicht, ob wir schon schlafen können. Wir müssen gucken, wo unser LKW ist, der... Ah ne, der hat noch eine Ladung Zuckersirup drin. Der hat sich noch eine Ladung geholt. Der hat ja erst, ist erst einmal dort gewesen. Ja gut, der ist von... er musste natürlich vom Güterbahnhof zurück... Zuckerfabrik, also von der einen Seite der Map auf die andere Seite, ja, es dauert eine Weile. Weil an solche Fahrten, dass die eine Weile dauern, werden wir uns wohl gewöhnen müssen. Selbst im neuen Projekt auf der 16-fach Karte, also quer über der Karte fahren, ist dort, ja, erstmal momentan dort noch nicht möglich, ne? Aber selbst wenn das funktionieren wird, der andere ist bei Diesel angekommen, dann dauert das eine Weile, bis wir da ankommen. So, wie gesagt, hier beladen wir nochmal Wasser und dann sehen wir uns morgen wieder. Also ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten, dann vielleicht bis morgen, bis dahin und tschüss.